Hallo YouTube, weiter geht's mit Let's Play Skylanders Giants. Wieder den T-Rex am Start. Wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben die Herausforderung bei Kaylee probiert, sind gescheitert. Wir waren bei Brock. Und ich vermute einfach mal, wir sollten wieder zu Flynn hoch, oder? Er ist ja immer der Kapitän hier. Dem Wetter nach zu urteilen, schätze ich, wir sind nicht allzu weit weg von unserem Ziel. Bist du bereit runterzugehen? Ja. Toll. Und solange unser Antrieb keinen direkten Treffer von diesen Blitzen abkriegt, sollte alles gut sein. Naja. Es war ja klar, oder? Es war so klar. Wir standen wohl dafür die Chancen. Hab's doch gesagt! Hab's doch gesagt! Diese Wolken sind böse! Böse, sag ich! Wie auch immer, ich werde dieses Ding am nächstmöglichen Hafen landen müssen. Das wird nicht unbedingt eine Bruchlandung, aber angenehm. Aber, wohl nicht. Naja. Festhalten wäre eine gute Idee. Guter Einstieg jetzt in den Part. Kapitel 4. Halsabschneider Jahrmarkt. Das wird bestimmt gleich wieder eingeblendet. Kapitel 4. Halsabschneider Jahrmarkt. Warst du etwa schon mal hier? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, Kaylee, aber in dieser Stadt gibt es ein paar Leute, die, sagen wir mal, die mich nicht sonderlich mögen. Ah, wer mag dich schon? Ich hebe meine Fassungslosigkeit für später auf, aber wir sollten nett zu ihnen sein. Wir brauchen ihre Hilfe. Wie wäre es, wenn ich das Reden übernehme? Bitte um Erlaubnis, an Land zu kommen. Einverstanden. Bitte entschuldigt die Stille. Als wir Piraten den Jahrmarkt übernommen haben, gingen die Besucherzahlen auf einmal zurück. Hey, kenne ich dich nicht? Nein. Nein, du musst mich mit jemandem verwechseln. Auch wenn ich mir kaum vorstellen kann, wer sonst noch so gut gebildet ist. Wir haben gehört, dass ihr gut ausgebildet seid im Reparieren von Schiffen. Genau das brauchen wir. Ich helfe euch, wenn ich kann. Ich arbeite aber nicht umsonst. Ihr müsst mich mit Piratenchips bezahlen. Okay, wie bekommen wir diese Piratenchips? Ihr müsst ein paar Runden Himmelssteine gewinnen. Das spielen wir hier gerne. Na endlich. Das wird ja auch mal Zeit, ne? Lass mal hier alles zertreten. So, der T-Rex kann das ganz gut gebrauchen. So ein bisschen lauter wieder sein jetzt. Das lohnt schon ein bisschen. Und das lohnt erst recht. So, da ist unser Schiff. Da brauchen wir nicht zurück. Und da will ich doch jetzt einfach mal Himmelssteine spielen. Okay, ich wollte erstmal kurz gucken, ob hier Ziele sind, irgendwelche. Tatsächlich. Es ist ein ganz normales Level. So, jetzt kommt der Trigger Happy zum Einsatz. Peng, peng. Ich dachte, ich krieg jetzt nur irgendwie erklärt, wie ich Himmelssteine spiele, aber nein, es ist wirklich mit Gegnern und Kämpfen verbunden. Hier ist ein Häusle. Mit Jetsen und der ersten Schatztruhe. Na? Ein Feuerwerk, ist noch gar nicht Silvester. Na gut, wenn ihr den Part seht, war es vielleicht schon Silvester. Aber jetzt... Was labert er denn? Jetzt ist jedenfalls noch kein Silvester. Zumindest in Deutschland. Da möchte ich rüber irgendwie. Okay. Ich nehme mir diesen Hinweis mal zu Herzen. Oh, ein Boot. Ein kleines Boot. Was? Den kann ich bestimmt wieder nicht treffen, wenn er sich dreht. Hey, kommt ihr dichter? Ja, wie erwartet. Oh, 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 schnell weg. Und dann gehe ich erstmal in die Bude nochmal rein. Muss man ja alles mitnehmen. Eine Bombe oder einen Giant?
Ja, eine wirkliche Wahl haben wir da jetzt gar nicht. Da wir keine Bombe haben. Tja. Dann kommt der Swarm. Jetzt wird gestochen. Und der sticht jetzt das Tor kaputt. Oder er haut einfach mit seiner Faust drauf. So. Klasse. Klasse. Ja. Und da kann ich eigentlich schon wieder zurückwechseln. Weil hier ist ja immer noch Technologie. Ohne Gold, keine Ehre. Der Trigger Happy, der steht total auf Gold. Er ist so cool, er kann es einfach verschießen. Mit zwei Revolvern. Ach, da hauen die schon wieder ab. Nicht sehr Reichweite in diesem Spiel. Okay, sie ist kürzer als bei Spyro's Adventure. Da war die Reichweite deutlich länger. Trigger Happy mitten ins Gesicht. Also der hat ja auch ein Ego. Der ist da Flynn gar nichts gegen. Stampfen hier nochmal rein. Eine Bombe. Das habe ich draußen gar nicht gesehen, ob ich die da irgendwo brauche. Ich nehme sie mal mit. Da ist nur der Schlüssel. Den hätte man jetzt bestimmt fürs andere Haus da unten einfach nehmen können, wenn man jetzt kein Giant hätte, aber es ist ja das Spiel Giants. Und da kriegt man ja T-Rex zumindest mitgeliefert, also ein Giant sollte man schon haben. Es sei denn, irgendwelche Leute verschenken oder verkaufen den. Habt ihr einen schönen Helm? Oh, schnell wechseln. Wieder zum T-Rex, wo wir gerade bei ihm waren. Mit dem Karottenhut oder Karottenmütze, glaube ich, hieß der. Kann ich die auch einfach zertreten? Jo. Na, das ist ja dann kein Hindernis. Und die Chompies rennen hier einfach zwischen den Mabus rum. Raps Dreieck, ein Skylander. Ja. Ich habe den schrecklichen Fehler begangen, hier einen Job anzunehmen. Wenn ich dir helfe, vielleicht kannst du mich dann mitnehmen. Die Brücke ist ausgeschaltet, was wohl an dem großen Loch da liegen wird. Mhm. Vielleicht kannst du ja eine dieser großen Frachtkisten benutzen, um es zu schließen. Oh, das wird unmöglich, glaube ich. Bloppers. Welchen wir auch aus dem ersten Teil kennen, aus dem allerersten Level sogar. Und ich glaube, Bloppers war auch der uns unterwegs öfters begegnet ist. So. Das ist ein Skylander. Ja, Mann. Ey, ihr habt so gute Augen alle. Ich will jetzt mal hier oben hoch. Hier gibt es auch irgendwas zu drehen. Was für ein schlimmer Jahrmarkt. Ah, okay. Jetzt kann ich... Ach so. Ach so. Also anders hätte ich den jetzt auch gar nicht hinbekommen. Aber da brauche ich denn eh einen Schlüssel für. Oh ja. Hab vergessen zu erwähnen, dass das Tor abgeschlossen ist. Ach, siehst du. Ich habe leider den Schlüssel bei einer Partie Himmelssteine auf der Insel da verloren. Aber vielleicht kannst du ihn zurückgewinnen. Also muss ich jetzt zusehen, dass ich hier jetzt rechts rüberkomme. Irgendwie. Dann brauche ich wieder das Boot. Komm, zurück. Und dann gehen wir mal rüber, die kleinen Chompies erstmal da so eine Kiste auf den Kopf schieben. Oder auch nicht, da war ein Loch. Monster-Matcher, 300 von 1000. Das einzige, wozu Chompies wirklich gut sind. Die Herausforderung schaffen. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst gerade, weil ich gerade auf meinen Monitor geschielt habe. Wo ist der Kauzitz denn? Was ist das? Ein kandierter Apfel? Eis gibt's hier, kandierte Äpfel, Pfannkuchen. Nom nom nom. Und jetzt möchte ich unbedingt mal Himmelssteine spielen, ja? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wenn es ein Schlüssel ist, den du suchst, musst du ihn in einer Runde Himmelssteine fair und ehrlich gewinnen. Ja. Schieß mal los. Los geht's.
Das ist ein Stein. Ja. Spieler setzen abwechselnd Steine aufs Spielbrett. Ah, das kommt mir bekannt vor. Ist, gewinnt der Spieler mit den meisten Steinen. Der andere Spieler setzt zuerst einen Stein. Aha. Spinnchen! Jetzt bist du dran. Setze einen Stein. Ich nehme auf. Nehme erstmal. Ich nehme mal den, genau. Wenn Steins mehr Klingen sind, nimmst du den Stein des anderen Spielers. Genau, und der hat da jetzt nach unten hin keine Klinge und wir haben eine nach oben. Go, Speerkämpfer. Das gab es auch in einem Final Fantasy Teil. Das hieß nur ein bisschen anders. Und war mit Zahlen anstatt mit diesen Pieksen hier. Du hast mir meinen Stein genommen. Spinnchen. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchem Teil das war. Leider, leider. Hab mir deinen Stein genommen. Ja, ich hab gesehen. Finde ich gar nicht so korrekt. Ja, mit den Chompy komme ich hier nicht wirklich weit. Ich probiere immer erstmal. Da unten setze ich mal keine. Habe ich ja den Stachel. Ach, ich kann das überspringen. Alles klar. Spinnchen. Muss ich mir die Animation nicht mal angucken. Also der hat wohl nur Spinnchen. Sieht aus, als würde ich dich kriegen. Nee, 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 nee. So, den wirst du auf jeden Fall nicht kriegen. Aber den würde ich gerne noch lassen. Ja, das bringt mir alles nix. Da muss ich jetzt durch. Aber ich glaube, ich werde jetzt wirklich verlieren, oder? So soll es jetzt eigentlich nicht sein. Ich setze mal den... Ah, ihr macht es mir nicht einfach. Doch, ich setze ihn dahin. Unmenschlicher Schild! Entweder wenn er jetzt unter mir setzt, dann verliert er den. Wenn er unten links setzt. Okay, er will den nicht haben. Dann nehme ich ihn sein Spinnchen mal weg. Und jetzt mal gucken, was er noch hat. Noch ein Spinnchen. Ja. Du hast gewonnen gegen Fangs. 6 zu 3. Okay, Spiel verstanden. Feuriger Chompy. Jetzt haben die auch noch Elemente. Okay. Der Stein an sich war ja nicht schlecht. Und das meine ich wirklich. Hier sind der Schlüssel und mein bester Himmelsstein. Oh, warum hast du den nicht gespielt? Nur deine kleinen Spinnchen, aber als Tutorial. Ich weiß gar nicht, man hätte es bestimmt verlieren können. Da bin ich mir sicher. Aber wie gesagt, es gab schon mal so ein ähnliches Prinzip bei einem Final Fantasy Spiel, und da ich diese Spiele eigentlich alle gespielt habe, außer da doch 1, 2, 3, 4 auch, den 5. nicht. Und ich weiß nicht, im 7. oder im 9. gab es ein Spiel mit Karten, aber ich komme wirklich nicht auf den Namen. Vielleicht wisst ihr das ja.